Was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video an diesem wunderschönen Tage, meine Freunde. Wir sind mitten irgendwo in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart und fahren gleich zu Innskop. Und das hier ist Tag 1 unseres Van-Trips. Wir haben es, glaube ich, gar nicht... Digga, sag mal, spinnst du raus hier, Alter? Mach dir die Füße sauber, Junge. Ja, Zucht und Ordnung, Arkani, what the f***. Wir haben also einen Van-Trip. Wir haben einen eigenen Van. Tobi, gib mal bitte ganz kurz einen Teller. Es gibt Frühstück, es gibt verbrannte Pancakes. Und Memo ist auch ehrlich, ist köstlich, ne? Ja. Ja, wir haben uns einen Van gemietet. Wir werden gleich eine geile Van-Tour machen, Leute. Die wird arschgeil. Jetzt gibt's aber erstmal was zu beißen. Wir machen uns Pancakes und Eier und Waffeln und Kaktus und Kaffee. Also irgendwie ist es noch nicht ganz so durchstrukturiert, wie wir das gerne hätten. Aber ja, damit herzlich willkommen zum ersten Video vom Van-Trip. Und wir machen jetzt gleich erstmal hier eine... Digga, Mashallah, Habi. Guck mal, diese Eigut. Wir machen jetzt gleich erstmal eine schöne Tour hier vom Van. Aber jetzt müssen wir ganz kurz erstmal frühstücken. Wir haben die erste Nacht natürlich nicht auf irgendwelchen Wiesen oder so verbracht, weil das... Tobi, pisst du gerade? Adventure! Ich würde sagen, wir frühstücken kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Junge, mach dir, hör auf mit Beauty-Shots, Alter. Wir sind nicht Dena. Junge, Leo, es gibt keine Beauty-Shots in diesem Vlog. Schnappen wir alkoholfreies Bier, was ich hier reinstellen kann? Ich bin Schnappen rumgedreht. Satellitenschüssel. Piep, boop, boop, boop. So. Wir haben gefrühstückt, es war ein Festmahl. In der Zwischenzeit haben wir einen kleinen Bogenschieß-Contest gemacht. Jetzt gleich fahren wir zu Innskop. Das seht ihr aber alles morgen im Vlog, weil wir werden natürlich jetzt Daily-Content-Vlogs hier raushasseln. Wir machen erstmal eine kleine Tour durch Deutschland und dann geht es danach nach Schweden. Da haben wir auch ein paar Ziele, das verrate ich aber noch nicht, was da abgeht. Das wird auf jeden Fall relativ geil. Ich habe mir einen Stock gemacht, um Vampire abzuhalten. Ich habe da hinten einen Kindergarten überfallen und... Ja, wir müssen jetzt leider plötzlich die Situation hier kurz entschärfen und einfach wechseln, unseren Standort. Tobi passt gerade schon mit dem Messer auf, dass hier niemand kommt. Die können nicht durch. Da kommen die Wand. Ich würde sagen, wir zeigen euch mal ganz kurz unseren Van, Leute. Und das Ding ist natürlich nicht gekauft, der ist leider gemietet. Aber das Ganze soll ja so ein bisschen als Kickoff dienen, weil ihr wisst ja wahrscheinlich alle, dass ich schon länger plane, mir einen eigenen Van zusammenzubauen. Beziehungsweise das als großes Projekt für nächstes Jahr angesetzt habe. Eigentlich war das Ganze dieses Jahr geplant, aber ihr wisst, Corona Mona hat hart gehittet. Dementsprechend dieses Jahr keine Zeit dafür gehabt. Ich würde sagen, wir schauen trotzdem mal ganz kurz rein. Also wir haben hier vorne zwei sehr bequeme Sitze, ja, Fahrer- und Beifahrersitz, die sich drehen lassen. Das ist sehr geil, weil wir haben nämlich hier einen Tisch. Den können wir natürlich zum Mittag Essen und Abendessen benutzen, gerade wenn es abends was kälter in Schweden sein sollte, ist das auf jeden Fall ein ganz guter Vibe. Dann haben wir hier noch eine kleine Hundebox für Akani, da fährt er immer mit. Die ist hier fixiert mit Karabinern so, also das ist ein bisschen Spiel ist da, aber der wird da drin nochmal festgemacht mit dem Geschirr, also da passiert auf jeden Fall nichts. Dann haben wir hier eine kleine Klappbank. Ich glaube sogar ursprünglich, man hätte diese Bank umbauen können zum Bett. Das ist aber hier nicht gemacht worden. Also ist das quasi eine Bank. Hier können vier Leute mitfahren und vier Leute drin schlafen. Hier vorne haben wir einmal einen ganz konventionellen Gaspropanherd, der ist sehr nice. Einfach anmachen. Hinten ist eine 5 Liter Propanflasche drin. Ganz cool. Dann haben wir hier einmal ein kleines Waschbecken. Komm mal hier rein, Leo, komm mal dahin. Schuhe aus, ne? Ganz wichtig. Ja! Hier oben haben wir eine komplette Steuerung von dem Van. Das ist quasi einmal hier so eine ganz normale Wohnmobilsteuerung. Hier haben wir eine komplette Batteriesteuerung. Da können wir sogar sehen, wie viel Akku die Batterie gerade hat, wenn wir sie anmachen. Die ist noch komplett voll, das ist ganz geil. Hier haben wir Wassersteuerung. Hey! Akani! Lass die Leute in Ruhe, Alter. Geh raus, du hast die Schuhe nicht ausgezogen. Raus. Hier haben wir ganz geil ein Thermostat, denn wir haben in diesem kompletten Van eine Dusche drin. Das ist was ganz, ganz Geiles und das zeige ich euch jetzt auch mal. Guck mal hier. Hier haben wir eine komplette Dusche. Lichtschalter sind hier auch für die kompletten Van-Beleuchtung. Hier ist einmal eine Dusche. Das ist quasi das Ding hier. Kann man rausziehen. Zack, oben drauf. Man kann sogar komplett drin stehen. Und ich bin nicht klein, ich bin 1,75, glaube ich, für Leo. Ja, du kannst hier drin auch stehen, ne? Man kann sogar, zu zweit duschen, wenn man will. Ja, sehr, sehr geil. Ich glaube, der Tank fasst 150 Liter, wenn ich mich nicht irre. Das reicht auf jeden Fall dicke. Hier ein kleines Waschbecken. Eine Komposttoilette haben wir nicht, sondern eine chemische Toilette. Das finde ich ein bisschen schade, weil Komposttoiletten eigentlich geiler sind für die Umwelt. Dementsprechend müssen wir hier quasi immer, wenn wir Kacki machen, den Spind öffnen. Also einmal hier das Ding aufmachen, dann fällt die Wurst da unten rein. Dann spülen wir einmal Tablette hinterher und gut ist. Holy shit, das riecht ja voll. Das riecht echt clean. Das können wir aber leider dann nur an Campingplätzen dumpen. Deshalb müssen wir, wohl oder übel, weil wir wollen so möglichst viel off-grid campen, also nicht auf Campingplätzen, in den Wald kacken. Wir haben eine Schaufel, aber kacken einfach in den Wald. Ist zwar nice to have, aber ich habe keinen Bock auf den Chemiekack. Leo sieht das anders und würde gerne da reinscheißen. Mhm. Dann haben wir hier Storage-Möglichkeiten nochmal. 1, 2, 3 und dann hier nochmal ein Papier und alles weitere. Duschen werden wir tatsächlich heute im Campingplatz hier in die Ecke.
weil ich einfach keinen Bock habe. Wir können auch eigentlich hier duschen, ne? Können wir eigentlich machen. Können wir ausprobieren. Können wir ausprobieren eigentlich, ja. Machen wir. Killer. Oh, warum? Dann haben wir hier ziemlich geilen vollen Kühlschrank. Der ist wirklich riesig groß für so einen Van, wenn man sich das mal anschaut. Hier ist alles Mögliche drin, ganz viele Veggie-Produkte irgendwie. Weil ich totale Panik habe, dass ich in Schweden sowas nicht bekomme, haben wir das alles mitgenommen. Hier oben ist auch ein Gefrierfach drin, Fischstäbchen und sowas sind drin. Alles auf vegetarischer Basis unterwegs. Storage-Möglichkeiten, ey, dieses Auto ist so krass gebaut. Also wir haben hier unten theoretisch noch ein bisschen was Platz, ist aber nur für die Gassteuerung und Pumpe ist hier drin. Hier oben nochmal Storage, ist komplett gefüllt mit Leckie-Essen, sehr, sehr wichtig. Noch einmal Storage, hier ist Waschzeug, Brot und so ein bisschen was. Dann haben wir hier nochmal Pfannengeschirr. Naschis, das ist noch nicht ganz so sortiert, wie wir es gerne hätten. Und hier unten sind noch mal ganz viele Jacken und Schuhe und sowas drin. Auch sehr cool. Wir haben uns so ein Batterieset gekauft. Das ist ganz geil. Eine Powerbank, 52.000 mAh. Das sind, glaube ich, 8 oder 9 Laptop-Ladungen. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall echt geil. Nice to have. Haben wir einmal komplett aufgeladen, hatten konventionellen Stecker drin. Ziemlich nice. Ja, hier ist quasi die Work Area. Hier ist dann noch Laptop. Wir hatten noch überlegt, einen zweiten Bildschirm mitzunehmen. War aber dann doch ein bisschen stressig. Deshalb haben wir Bildschirm plus Tablet, wenn wir irgendwie was streamen wollen und sowas. Wird es auf jeden Fall auch geben. Zack, hier eine Facecam drauf. Es wird auf jeden Fall auch aus den Van Streams geben. Hier oben haben wir nochmal eine Ablagemöglichkeit. Hier sind gerade die Blinds drin für vorne. Sportgeräte sind hier auch irgendwie drin und sowas, weil wir wollen natürlich auf dem Trip auch Sport machen. Und haben hier vorne auch nochmal verschiedenste Storage-Möglichkeiten. So ein kleines bisschen was ist hier auf jeden Fall noch am Platz. Dann kommen wir hier vorne nochmal weiter. Hier sind auch nochmal Sachen drin. Hier sind Rucksäcke von uns drin, die wir gerade nicht brauchen. Auch sehr nice. Dann haben wir hier unsere zwei Doppelbetten. Das ist ganz geil. Also ist es schon eng, sag ich mal, ne? Geht aber, oder? Also man kann auf jeden Fall zu zweit hier unten pennen. Hier oben könnte man auch zu zweit pennen. Da ich aber leider immer noch Single bin, meldet euch. Ja, es ist noch Platz. Hier unten auf jeden Fall auch nochmal eine Menge Storage-Möglichkeiten. Da kommen wir gleich nochmal zu. Was ganz geil ist, diese Betten haben alle nochmal hier oben Lichter drin. Die kann man hier, warte mal, per Touch einfach aus- und anmachen. Die sind ganz cool, ziehen wenig Strom. Akani pennt bei mir hier oben im Bett, damit er nicht runterfällt. So, dann gehen wir mal eine Etage tiefer. Junge. Oh, hier schlafen Leo und Tobi. Die ganzen Sachen tun wir meistens ins Bad, wenn wir fahren, damit genug Platz ist. Hier vorne ist einmal die Gassteuerung drin mit dem Propantank. Und was ganz wichtig ist, die Dinger hier sind alle, ebenso wie die Schubladen vorne, mit so einem Schließsystem, damit hier auch nichts rausfällt oder rüttelt. Fresh. Auch hier nochmal eine Menge Platz drunter. Hier kommt später noch der Esstisch rein, Stühle. Wir haben noch ein Zelt dabei, weil wir jetzt ab morgen, denke ich mal, anfangen werden, eine kleine Challenge zu drehen. Und wer die Challenge verliert, der schläft draußen im Zelt und nicht im Van. Leo, ich habe das dir noch gar nicht gesagt, oder? Nee. Ja, perfekt. Dann geht's morgen mit den Olympischen Van-Spielen los. Was ganz geil ist bei den Fenstern hier, vielleicht kann man das auch nochmal ganz kurz zeigen. Ich will den Boden nicht berühren. Wir haben hier Rollläden überall dran. Plus, wenn wir die Rollläden komplett runter machen, wir haben noch Mückennetze. Wir haben heute Nacht mit offenen Fenstern gepennt und es war wirklich sehr schön. Es ist gerade echt eine ganz gute Zeit, glaube ich, zum Fahren. Mal halt draußen. Die Temperatur, ich glaube, nachts hatten wir heute 15 oder 16 Grad. Sehr, sehr entspannt gewesen, wirklich. Ja, und das ist es soweit eigentlich schon. Was halt echt geil ist, wir haben halt ein komplettes Badezimmer drin. Das ist halt wirklich insane. Ansonsten haben wir oben noch zwei Dachfenster. Warte mal, ich gehe noch mal ganz kurz hoch. Hier oben haben wir noch einmal Dachfenster, die ganz nice sind. Das Einzige, was hier wirklich fehlt, ist entweder hier oben Solarpaneele drauf. Das wäre ganz geil gewesen. Macht, glaube ich, in Deutschland nicht so viel Sinn. Oder eventuell sogar so eine Art Deck mit einer Leiter dran, wo man halt sich aufs Dach chillen kann. Kann man natürlich jetzt hier auch, soll man aber nicht machen. Und das eigentlich ist unser Van. Wie gesagt, aufs Dach hier sollen wir eigentlich nicht drauf. Ich wiege auch nicht viel, von daher passt das. Ja, was soll ich sagen? Ey, es wird auf jeden Fall eine echt geile Tour. Wir haben 4 Plätze im Auto dabei. Vielleicht steigt der eine oder andere mal irgendwann zu. Das wissen wir aber noch nicht genau. Das ist alles sehr spontan. Die Route sieht eigentlich wie folgt aus. Wir fahren erstmal eine Woche durch Deutschland. Also wir machen Station in Stuttgart bei Inscope. Der ist gerade da. Da fahren wir jetzt gleich hin. Gehen mit dem ins Gym. Drehen mit dem vielleicht was Kurzes. Dann machen wir Station bei Paluten morgen und Kai Pflaume. Drehen mit dem auch was. Vorher fahre ich noch zum guten Kollegen von mir, von Folser. Das ist der hier. Genau, der aus den Costumes, ihr kennt ihn. Danach geht's nach Berlin, da drehen wir aus dem Papa Platte und von da aus nach Hamburg. Da wollte ich dann mit Trimax und maybe sogar Monte was drehen. Und von Hamburg geht's dann aus quasi einmal nach oben nach Schweden, über Dänemark, Kopenhagen, Malmö und dann hoch nach Göteborg, vielleicht sogar an der Küste entlang, weil es noch ganz schönes Wetter, das ist teilweise 23, 24 Grad und das ist ganz geil mitten im Meer eigentlich. Das Schöne ist, wir dürfen in Schweden überall campen, wo wir wollen, wenn wir unseren Müll wieder mitnehmen, was wir sowieso tun. Es werden sich wahrscheinlich auch sehr viele fragen, wie wir es mit dem Abwasser machen. Wir haben natürlich extra daran gedacht. Wir haben biodegradable Shampoo dabei, was europaweit zugelassen ist, womit man spülen, duschen, Haare waschen und Wäsche waschen kann. Das ist so ein Allrounder-Shampoo, so ein kleines. Dementsprechend könnten wir theoretisch unser Abwasser, wenn wir wollen würden, einfach halt in die Natur entlassen. Machen wir aber nicht. Wahrscheinlich kippen wir es einfach auf Campingplätzen aus, weil es halt so more convenient und better for nature ist. Das wird ungefähr 3,5 bis vielleicht sogar 4 Wochen gehen. Bin echt mal gespannt, wie mir dieses Vanlife so gefällt. Vielleicht merke ich auch, ich habe ja gar keinen Bock darauf mehr nach 2 Tagen. Und dann habe ich mir auf jeden Fall gut 250.000 Euro für meinen Traumvan gespart. Wer weiß. Wir gehen jetzt duschen und ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Leo und Tobi, die beiden sind natürlich auch mit am Start und in der Instagram-Bio
in der Instagram-Beschreibung verlinkt. Amenakolm. Tobi ist der süße Mann hier vorne. Hier ist Tobi und Akani. Da ist der süße Leo. Und wir machen uns jetzt auf und gehen einmal duschen. Peace.